Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ben's Battle Club. Ja, heute mit, ich glaube, ihr könnt es schon erkennen, einem Sechserkampf, der, naja, sagen wir mal, ein bisschen speziell ist. Und zwar, ja, habe ich einfach mal ein paar Passanten angehauen und der Kollege dachte sich, ach, es wäre total toll, nicht ein Dark Rai, sondern gleich zwei mitzunehmen. Ja. und zwar, ja, mein Team besteht aus einem Calamanero, meinem Zwickau, meinem Knallfrosch, beziehungsweise Quajutsu, meinem neuesten Mitglied seit gestern, glaube ich, im Team dabei, mein Sabayone namens Wobbelbauch, mein Togekiss namens Muse und Ralf Ranke. Ja, was hat er denn? Ich glaube, das strotzt alles ziemlich vor, U, B, E, R und so, ne? Tja, wir haben einmal das schwarze Kyurem, dann wir haben zweimal Darkrai, wir haben Arktos, wir haben Reshiram und wir haben Genesekt. Und zwar wird das folgende Ausnahme, wir müssen gucken, wie lange das geht, wir fackeln nicht lange, wir schauen sofort in den Kampf rein. Denn, ich kann schon sagen, ich habe zweimal gegen diesen netten Herrn gekämpft. Und wir schauen einfach mal in den ersten Kampf hinein. So, fängt an mit Genesekt. Ich komme mit Kopf über meinem Calamanero. Und wollte mal gucken. So, der kommt mit dem Tech Blaster. Macht zu viel Schaden. Ich komme mit dem Kraftkoloss. Ja, ganz okay der Schaden. So weit, so gut. Ja, da helfen allerdings die Überreste auch nicht viel. So, und dann kommt er nochmal mit dem Tech Blaster. Mit noch einem Kraftkoloss hätte ich ihn ausschalten können, aber Kopfüber hält halt nicht besonders viel aus, deswegen, ja, danke Kopfüber. Und dann kommt Knallfrosch. Und da kommt natürlich Wandlungskunst Siedewasser. Spritz! So, und damit war Genesekt weg. Genesekt übrigens, habe ich letztens ausgeguckt, das ist seine Shiny-Form. Ich dachte, das hat was mit diesen Dings zu tun. Mit den Modulen, die er hinten hat, das ist seine Farbe dann, aber ist gar nicht so. So, ich komme mit dem Eisstrahl, ist natürlich auf dem Reshiram leider nicht ganz so effektiv, wie ich das hoffe, da Feuerdrache. Aber Hex, Hex! Er erstarrt zu Eis. So, und dann habe ich mir gedacht, hey, warum soll ich ihn jetzt alle machen, wenn er schon mal eingefroren ist? Selbst wenn er austauscht, dann kann mal Wobbelbauch zeigen, was er drauf hat. So, und er ruft tatsächlich Reshiram zurück und kommt mit Arktos. So. Und er kommt mit dem Orkan, allerdings wehrt Wobbelbauch einfach mal ab und denkt sich, ja, Gedanken sind gut. Meine Gedanken sind aus Pudding, deswegen stärke ich mich mal. So, man sieht schon, Gedanken gut, mein Wobbelbauch ist speziell ausgelegt. So, da kommt der Korokan und jetzt fliegender Pudding! Oh, süß! So, allerdings stürzt Wobbelbauch nicht wirklich. Und er macht einfach nochmal Gedanken gut. So. Dann kommt der Eisstrahl. Der dürfte eigentlich auch nicht mehr so viel Schaden machen. Nö, aktiviert allerdings Wobbelbauchs Citrobeere, da das Ding Entlastung hat. Ist Wobbelbauch jetzt einfach mal schneller. Hatte nicht gedacht, dass ich unter die Hälfte komme, deswegen kommt da der Wunschtraum. Und da kommt der Diebeskuss. So, und dann sind wir wieder auf volle KP, leider. Ja, und jetzt kommt da mit Eiseskälte. Das fand ich nicht so toll. Ich dachte mir so, Wobbelbauch, beeil dich. Aber Wobbelbauch ist cool und wehrt halt einfach mal zweimal ab und damit ist Arktos Geschichte. Danke, Wobbelbauch, dass du nicht zu Frozen Joghurt dich verarbeiten lassen wolltest. So, und dann kommt Darkrai. Allerdings, Darkrai hat jetzt gar nichts mehr zu lachen, denn Diebeskuss, effektiv, schneller und tot. Mach's gut, Darkrai, war ein schöner Besuch von dir. So, da kommt Black Kyurem, ach, natürlich Shiny.
So, und ich wollte einfach mal wissen, da ich nicht mehr viele AP habe auf Diebeskuss, wie viel denn der Energieball bringt. Dann kommt wieder der Blizzard. Ich denke mir so, ach, gut, wenn du das hast, dann kann ich mich in aller Ruhe noch weiter hochboosten, nochmal Gedankengut. Und da kommt der Kreuzdonner. Ja, macht ganz okay Schaden, ist jetzt nicht. Allerdings, Diebeskuss und wir sind wieder oben auf. So, da hat er nicht mehr viel, er hat nur noch Frozen Reshiram. Und ich habe nicht mehr viel AP. Ich glaube, ich hatte nur noch 2 AP und die wollte ich mir für sein zweites Darkrai aufheben. Deswegen kommt da der Energie, bei der natürlich nicht effektiv ist. Ja, Kreuzflamme macht keinen Schaden mehr. So, aber Energieball ist. Dann kommt er mit Weißnebel. Wahrscheinlich hat er gedacht, Dunkelnebel. Dunkelnebel hätte die Statusveränderung von Wobbelbauch aufgehoben. Weißnebel ist ja nur gegen Paralyse und so. Deswegen, ja. Mach's gut, Reshiram. So, da kommt sein zweites Dark rein. Natürlich ebenfalls Shiny, ne? Ist klar. So. Und aber auch dieses Dark rein, ja, hatte nur einen sehr kurzen Auftritt, was ich sehr schön fand. So, damit besiege ich ihn auch schon. Aber ich hatte ja gesagt, Kollege Schnürschuh wollte nochmal kämpfen. Ich habe dann nämlich einfach eine Einladung an alle rausgehauen, die so umhersprangen in der Gegend. Und er hat einfach nochmal gesagt, ja, dem zeige ich's jetzt. Voll fies und so. Deswegen gucken wir da jetzt auch ganz schnell noch rein. So, da ist er wieder. Und gewiefte Leute können sich schon denken, mit was er jetzt anfängt. Darkrai. Und ich habe nichts, was leider was schneller ist als Darkrai. Ich hatte gehofft, Muse könnte eventuell schneller sein. Also könnte aus dem Sleep relativ schnell aufwachen. Aber Muse ist halt leider für eine Verschlafene. Ja, da kommt natürlich der Albtraum. Und da kommt seine Finsteraura. Gut, Finsteraura macht jetzt überhaupt keinen Schaden. Das sind 30, allerdings natürlich mit dem Albtraum zusammen. Das sind seit 50 KP pro Runde. Ist auch irgendwie ein bisschen, boah. So, und dann kommt er jetzt mit Traubfresser. Sieht man ja immer, sieht man ja ganz, ganz häufig auf Darkrai. Ja, leider wacht Muse nicht auf und damit ist Muse ja eigentlich Geschichte. Deswegen dachte ich mir, ich zieh's mal zurück. Vielleicht, trifft ja irgendwie Schlummerort mal nicht oder so. Oder Psychokinese macht keine Wirkung. Allerdings kommt jetzt natürlich wieder der Schlummerort. Ja, was soll man da groß sagen? Es ist halt, ich weiß nicht. So kämpfen halt, finde ich, nur Leute, die, wie sich nicht, kleine Pokéballs haben. Ja. Kann man halt nichts zu sagen. Ich meine, allein schon, dass er 2 Darkrais mit hat, ist halt unglaublich. Ich muss aber sagen, dass ich sehe das wirklich nur, wenn ich irgendwie gegen random Leute kämpfe oder wenn ich auf dem Kampfplaza kämpfe. Dann sehe ich immer Leute, die irgendwie Darkrai mit haben oder ganz oft halt auch Mewtwo. Ich weiß nicht, das würde mir persönlich, sage ich ganz ehrlich, Leute, würde es keinen Spaß machen. Es gibt so viele Pokémon, die so unterschätzt werden. Ja, so, jetzt habe ich das einzigste Pokémon rausgeholt, was schneller ist als Darkrai. Wusste aber, ja, das reicht halt leider nicht. Und da kommt natürlich, ja, was auch sonst. Der Schlummerort. Tja. Und da habe ich schon gedacht, so, naja, eigentlich schade, wenn er das jetzt gewinnt. Aber was will man machen? Ja, Traumfresser. Darkrai heilt sich wieder hoch. Knallfrosch würde das immer noch schaffen, wenn er jetzt aufwachen würde, glaube ich, wenn der RNG ein bisschen mitspielt. Oder ein Volltreffer oder so, aber Knallfrosch schläft halt leider. Schläft halt leider durch.
Und so kann das halt passieren. Ja, in dem ersten Kampf zerlegt man ihn fachmännisch, wenn er, weil er halt nicht mit Darkrai anfängt. Und im zweiten Kampf setzt er halt einfach die ganze Zeit Schlummerort ein und ja. So, Zwickau, mein Krebutak ist draußen, Sohn von Dolores der Ersten. Königin der Krebutak. So, Albtraum, ja. Ja, gut, dass der Traumfresser keine Wirkung zeigt. Das fand ich jetzt gut. Da ist er zumindest gezwungen, die Finsteraura einzusetzen, wenn er Schaden machen will. Denn Finsteraura dürfte, glaube ich, nicht so viel Schaden machen wie... Ja, gut, reicht immer noch. Allerdings, Zwickau! Kaskade! So, und damit wäre Darkrai besiegt und ich habe noch... 4 Pokémon, allerdings davon 3 förmlich eigentlich schon im Popo. So, er kommt mit Genisekt. Und ich dachte mir, vielleicht bin ich schneller. Allerdings ist er schneller und Tech Blaster. Gut, die Wasserdüse hätte auch nicht gereicht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Zwickau hat seinen Job super erledigt, danke. So, jetzt kommt sein Nemesis, Wobbelbauch. Und er hat Genisekt draußen, da habe ich so ein bisschen meine Chance gewittert. Er setzt Fliegen ein, was mir die Chance ja gibt, mich zu boosten. So, er kommt mit Fliegen an. Ich hatte gehofft, hau mich bitte unter die Hälfte, macht allerdings nicht. Deswegen setze ich doch mal Gedankengut ein, beziehungsweise hatte Gedankengut eingesetzt. Und ich glaube, jetzt kommt auch gleich nochmal das Gedankengut, weil ich so hoffe, dass er halt mich unter die Hälfte haut. So, da kommt das Turbo-Tempo und reicht halt immer noch nicht. Ah. 96 KP, 89 müssen es, glaube ich, sein. Das heißt, es fehlen noch 7. So, da kommt auch die Psychokinese. Macht nicht wirklich viel Schaden. So, jetzt aktiviert sich die Bäre und jetzt muss ich keine Angst mehr vor Darkrai haben. Und ich spreche mal einen Wunschtraum aus. So, und jetzt bin ich ja schneller, das heißt, und ich weiß jetzt mittlerweile, er kann mich nicht one-hitten, nicht mal mit einem Volltreffer. Und er kommt mit Fliegen. Und das fand ich super, weil ich einfach, einmal da kommt der Wunschtraum einmal durch. Und ich kann mich weiter boosten. So, der Spezialangriff mittlerweile, glaube ich, 5-mal eingesetzt. So, und jetzt kommt der Diebeskuss. Schmatz! So, wir sind wieder bei fast vollen KP. Er setzt nochmal Fliegen ein. Und ich sag mir, gut, dann booste ich mich nochmal. So, da kommt das Fliegen wieder. Schaden unverändert. So, und er holt Genisekt zurück. Und das war mir eigentlich ziemlich pupi. Da kommt Reshiram. Und ich sag nur, ja, bye bye, Reshiram. Denn da kommt der Diebeskuss. Und das tut richtig weh. So, und da war ich mir ziemlich sicher, auch ein nicht effektiver Energieball reicht da. Zumal es ein Volltreffer ist. So, dann kommt wieder Kyurem Shiny. Terravolt bringt ihm alles nix. Diebeskuss und weg das Ding. So, und jetzt hat er wieder das Problem, was er immer hatte. Und da kommt Arktos. So, und Wobbelbauch, Diebeskuss. Reicht allerdings nicht, er kommt mit der Eiseskälte, aber Wobbelbauch wehrt ab. Tja, wir stehen einfach nicht auf Frozen Joghurt, das ist nicht unser Ding. So, Arktos ist Geschichte. Und das ist, glaube ich, das einzigste Pokémon, was
gefährlich hätte werden können mit Eiseskälte. So, Diebeskuss, ciao, mach's gut, du kleiner scheißer Darkrai. Sorry, wenn ich das mal so sagen muss. Aber ich war da echt froh, dass das echt noch so ausgeht. So, letztes Pokémon von ihm. Ich hätte noch Bisaflo gehabt und Muse, was geschlafen hätte. So, da kommt der Tech Blaster. Ja, macht keinen Schaden. Und ich beende das Ganze mit einem Energieball und ich war so froh, dass Wobbelbauch da echt was gerissen hat. Und ich besiege den netten Herrn nochmal. Ja. Tja, Leute, das waren heute mal zwei Sechserkämpfe in Folge. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, aber ich fand es blöd, nicht beide zu zeigen. Einfach weil die beiden Kämpfe irgendwie zusammengehört haben. Ja, Doppel-Darkrai hat alles nichts genützt. Zum Glück. Für mich. Ja, liebe Leute, das war die heutige Benz Battle Club Folge. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ja, gebt doch einen Daumen hoch. Teilt das Video an alle Pokémon-Begeisterten, die ihr so kennt. Schreibt einen Kommentar unter mein Video. Mich würde es freuen. Wie fandet ihr die Kämpfe? Möchtet ihr mehr Dreierkämpfe sehen? Möchtet ihr mehr Multikämpfe sehen? Möchtet ihr mehr vielleicht auch mal einen Doppelkampf sehen? Da habe ich auch allerdings einen noch. Den kann ich dann auch mal zeigen. Ja, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wir gucken mal, ob wir das erfüllen können. Und dann, ja, falls ihr ganz viel Lust habt, dann lasst doch ein Abo da auf meinem Kanal. So bleibt ihr auf dem neuesten Stand, was Pokémon-Battles angeht. Vielleicht was demnächst andere Projekte angeht. Wir schauen mal. Und vielleicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal auf meinem Livestream vorbeischauen. Dort wird auch rege Pokémon gespielt. Also, falls ihr Lust habt, schaltet doch mal ein am Sonntag. Fester Streamtag. Einfach mal reinschalten. Gut, Leute, das war's. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht euch noch einen schönen Tag und bald ist Wochenende. Bald habt ihr es geschafft. Ciao, ciao.